3 Verletzte und ein Sachschaden in unbekannter Höhe ist die Bilanz eines Brandes in Oberboingen. Gegen 6.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Daimlerstraße gerufen. Durch einen technischen Defekt brannten Säcke mit Sägespäne. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausdehnung verhindert werden. Durch die starke Rauchentwicklung wurden 3 Personen verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Die Daimlerstraße war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Erdbeeren sind dieses Jahr durch die kalten Temperaturen teurer als die letzten Jahre. Der ungewöhnliche Frost im April sorgte bei vielen Obstbauern zu erheblichen Schäden. Dies wirkte sich auch auf die Ernte aus. Die musste dieses Jahr rund 10 Tage später starten und auch der Ertrag ist nicht so üppig wie die letzten Jahre. Dadurch kommt es teilweise zu Lieferengpässen von deutschen Erdbeeren. Wir haben uns auf dem Wendlinger Wochenmarkt einmal umgehört, ob die Preiserhöhung aufgefallen ist und ob weiterhin Erdbeeren gekauft werden. Ja gut, wir haben ja eine schlechtes Wetterperiode gehabt, wo es kalt war. Da haben die Blüten hin ja gar nicht so können, wie es eigentlich jetzt sein soll. Aber dass sie etwas teurer sind, das ist halt so genau ein Baumwies. Da ist, muss man das nehmen, was man kriegt. Die haben sie gekauft. Und heute Morgen habe ich 2 Schäler gekauft. Da geht dem kaufe ich so hinweg. Wenn es nochmal, was ich, 50 Cent oder was auch immer mehr ist, nächstes Jahr ist es wieder anders. Es ist kalt gewesen. Und dann ist der Regen gekommen, gell? Also Schlechtwetter für Erdbeeren. Ich brauche jetzt nicht unbedingt Erdbeeren. Jetzt, wenn meine Kinder sagen würden, sie möchten gerne Erdbeeren, dann würde ich halt das kaufen. Man muss halt jeden Tag sein, man kann sich das ja einmal erlauben. Und es gibt ja bloß einmal im Jahr nachher Erdbeeren, oder? Und sagen wir mal, wenn ich da ein Erdbeer kaufe und von deutschen Ding, wie von Spanien, das ist halt der Unterschied. In Baden-Württemberg sind deutschlandweit die meisten Erdbeerblüten erfroren. Dabei war der Nachtfrost das größte Problem. Bauern versuchten mit Tunneln oder Dächern die Erdbeerpflanzen zu schützen und haben dadurch größere Flächen nutzen müssen. Die Ursache der Frostschäden liegt an der globalen Erwärmung und dadurch hervorgerufenen Wetterveränderungen. Viele lassen sich aber auch durch die höheren Preise nicht abschrecken und so kommen bei dem einen oder anderen die süßen Früchte trotzdem auf den Tisch. Im Rahmen der Biosphärenwochen fand heute in Weilheim eine Stadtführung statt. Vom Rathaus bis zur Kirche konnten die Besucher Informationen über die Stadt Weilheim sammeln. Von der Geschichte bis zur heutigen Zeit kennt sich Wilhelm Braun bestens aus. Ja, Weilheim, das Besondere ist die historische Altstadt, dann die Verbindung zu den Zähringer Städten und ja, ein überschaubares Städtle. Man kennt sich noch und so weiter. Es ist nicht so anonym. Es gibt zwar eine Siedlung Egelsberg, die ist so 2 Kilometer weg. Die Leute sind zum Teil nicht so integriert in Weilheim, aber sonst der Stadtkern und so ist eben schön zu leben. Wir haben einen schönen Berg, wir haben ein Freibad. Man lebt ruhig, wunderbar in der Natur. Viele tausend Kirschbäume drumherum, wenn es blüht. Das Mal war es natürlich nicht so schön durch den Frost, aber sonst lässt sich's ganz gut leben hier. Auch im nächsten Jahr wird wieder eine Führung in Weilheim stattfinden. Vielleicht auch mit Ihnen.